Moin Leute, Oberkommissar Paluten meldet sich zu einem weiteren Arbeitstag bei der deutschen Polizei. Leute, Autobahnpolizeisimulator 3 ist angesagt und wir haben eine neue Story-Mission freigeschaltet. Wir sind nämlich mittlerweile Rang 20, zuckeln immer noch so ein bisschen hier rum. Wie bereits 20.000 Mal gesagt, das Spiel ist nicht ganz perfekt. Ruckelt manchmal ein bisschen, aber ja, easy. Ich schleich mich hier längs. Ja, Entschuldigung. Hallo, moin. Gönnt euch auf jeden Fall auch die anderen Folgen. Rutschpartie reingelegt. Oh ja, das mit dem Fake-Polizisten war geil. Unter Beobachtung. Und jetzt Überfall. Eine Tankstelle wird überfallen. Nähere dich den Kriminellen unbemerkt und schalte sie aus, ohne dass die Geisel verletzt wird. Oder eine der Zapfsäulen explodiert. Da bin ich bereit. Let's go. Ist geil, wie hier. Ja, okay. Moin. So, ich ziehe mich um. Und let's go. Dann nehme ich auf jeden Fall unseren getunten S. Ah, nee, warte, ich muss ja zivil unterwegs sein. Ich bin mal sehr gespannt. Ich soll ja anscheinend Leute abballern, ne? So, komm, Kollege, wir müssen rein in unser Zivilfahrzeug. An einer Raststätte wurde gerade der stille Alarm ausgelöst. Derzeit ist noch unklar, was vorgefallen ist. Bitte seht dort nach dem Rechten. Eieiei, stiller Alarm, ja? Das ist smart. Oh Gott, ey, stell dir vor, du arbeitest so an der Tankstelle. Auf einmal kommt so ein Typ und bedroht dich einfach. Er will dich ausrauben. Und du denkst dir einfach nur, hey Junge, ich mach doch hier Aushilfsjob. Sirene oder sonst was lasse ich mal lieber aus, denn ich bin jetzt ja undercover unterwegs. Undercover! Oh, Freizeitpark. Ja, okay. Scheiß auf den Überfall. Ich fahre jetzt in Heidepark. Boah, darauf hätte ich jetzt ja mega Bock. Ich war so lange nicht mehr im Freizeitpark. Ein paar Achterbahnen. Oh. Leitstelle an Bahn 1. Alter. An der Raststelle findet ein Raubüberfall statt. Es sind mehrere Täter. Oh Gott, ihr müsst ja... Ihr müsst vorsichtig sein. Ich bin vorsichtig. Alles klar, sind wir. Fahr jetzt möglichst unauffällig. Wir parken am besten da vorne hinter den LKWs. Okay. Dann bemerken sie das Auto bestenfalls nicht. Oh ja, ich parke hier hinter dem Flixbus. Zack. Wir müssen sehen, was da drin vor sich geht. Okay. In Ordnung. Schleichen wir uns näher ran. Meine Rede. Zwischen den Tanksäulen können wir sie ungesehen beobachten. So, komm mit. Lässt du mich ganz alleine, Brudi? Okay, wenn's Ärger gibt, bin ich scheinbar auf mich alleine gestellt. Oh Gott, da sind Männer mit Pistolen. Ja, warten Sie, Ma'am. Ich komme. Ich schleich mich ran. Bleiben Sie ruhig und in Deckung. Wir sind von der Polizei. Wir kümmern uns um alles Weitere. In Ordnung. Ich rühre mich nicht. Nee, rühr dich nicht. Er ist ein bisschen angespannt, habe ich das Gefühl. Seine Pupillen, die wandern. Oh ja, da vorne ist einer. Da sehe ich einen von den Verbrechern. Ja, ich habe aber keine Waffe. Der ist bewaffnet. Ja, warte mal, dann laufe ich hier vorbei. Zack. Easy. Ah, da vorne ist auch noch einer. Ja, wenn der wieder zurückläuft. Schusswechsel. Weil ich will doch jetzt noch gar nicht schießen. Wurde ich entdeckt oder was? Ach so! Ah, du wurdest entdeckt. Ist das, kann es sein, dass es noch nicht im Spiel implementiert wurde, das Schießen? So, Ma'am, da bin ich wieder. Also, mit dir kann ich nicht reden. Chillig. Ja, warte mal, ich gehe dann im besten Falle einfach komplett außen rum, ne? So, geh mal wieder zurück. Weil ich gehe den einfach komplett aus dem Weg. Genau, hier kann ich nicht durch. Ich kann hier nicht durch. Junge, warum denn nicht? Alles klar. So, schnell hier längs. Zack, unsichtbar. Hier schnell rüber. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Mich sieht niemand. Und ich bin da. Oh, jetzt ziehen wir die Gun. Alter, wie viele sind denn das? Was siehst du? Oh, Mist. Sag jetzt nicht, sie haben uns. Entdeckt, doch haben sie. Boah. Verdammt. Alter. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie noch die Tankstelle in die Luft jagen. Jetzt bin ich... Oh, mich guck mal. Wie hat's mich denn jetzt schon erwischt? Ah, da hinten ist einer. Nimm das, Alter. Okay, alles klar. Er ist unverwundbar. Du stehst die ganze Zeit... Oh Gott, da kommt noch einer. Vorsicht! Ich kann nicht mehr schießen. Junge, was ist mit diesem Spiel? Ich wurde getroffen. Ja, jetzt. Boom. Jetzt. Mich hat's erwischt. Ja, ich weiß. Was? Ja. Wer bist du? Kollege, helf mir doch mal. Okay, erstmal... Ich muss nachladen! Kollege, was ist los? Howdy! Müssen wir wirklich jetzt darüber reden? Frag mich doch nochmal, wenn wir nicht gerade mit etwas anderem beschäftigt sind. Sorry, ich war abgelenkt. Also warte mal, ich sprinte jetzt hier rein in den Laden. Ich wurde getroffen! Ja, ich bin scheinbar unverwundbar. So, und jetzt? Bam! So, schieße ich einmal die ganze Zeit. Oh, Alter! Explosion! Ich muss nachladen.
So, jetzt schnappe ich mir noch die anderen. Da ist noch einer. Ich wurde getroffen! Ja. Ich wurde getroffen! Ja, was soll ich denn machen? Jawohl! Zack, zack, zack! Da kommt die Verstärkung! Oh, was ist jetzt passiert? Ah, da sind noch welche. Ah, nee, ich habe sie verhaftet. Sehr gut. Alles okay bei Ihnen? Sind Sie verletzt? Ich? Nein. Ich denke, jetzt ist alles okay. Okay, Gott sei Dank. Sie stehen vermutlich noch etwas unter Schock. Hätten Sie einen Moment, um sich kurz mit uns zu unterhalten? Wir würden gerne mehr über das Geschehen erfahren. Sicher. Was? Ablauf? Was können Sie uns zum Ablauf erzählen? Also, ich habe ganz normal gearbeitet. Dann kamen mehrere Autos und haben die Tankstelle zugeparkt. Hat mich zuerst aufgeregt. Da wollte ich schon raus und sie zurechtweisen. Allerdings stiegen die Typen dann schon mit gezückten Waffen aus. Da habe ich dann stattdessen den Alarm gedrückt. Als nächstes kamen sie rein und einer sagte irgendwas von: Das habt ihr davon. Oh, was ist denn da los? Motiv? Konnten Sie etwas über das Motiv erfahren? Also, die wollten das Geld und den Autoschlüssel vom Chef. Einer hat irgendwas von Rache gesagt. Hat Ihr Chef denn Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Wobei, vorletzte Woche wurde wohl nach einem Streit ein Mitarbeiter gefeuert. Der hatte des Öfteren die Nachtschicht übernommen. Und danach war immer Geld aus der Kasse verschwunden. Persönlich kannte ich den nicht. Hab ihn nur ab und zu beim Schichtwechsel getroffen. Ja, Täter. Was können Sie uns über die Täter erzählen? Die hatten alle Masken auf. Das war's auch schon. Moment, warten Sie. Einer von denen war unbewaffnet. Und die Stimme kam mir vage bekannt vor. Das ist er. Ich denke, wir haben nun alles. Danke für Ihre Mithilfe. Wir brauchen den Namen von dem Typen. Wenn weitere Rückfragen auftauchen, melden wir uns bei Ihnen. Vielen Dank auch Ihnen. Immerhin haben Sie mich gerettet. Ich dachte, ich müsste sterben. Ich bin Profi. Das ist schließlich auch unser Job. Die Sanitäter sollten jetzt noch einen Blick auf Sie werfen. Dann haben Sie sich etwas Ruhe redlich verdient. Also, was wissen wir jetzt? Scheinbar wollte sich einer der Täter an seinem Chef rächen, weil er vor kurzem gefeuert worden ist. Davor hat er wohl Geld aus der Kasse geklaut. Selbst schuld, würde ich sagen. Das hat er wohl anders gesehen. Ja, trotzdem war das Ganze hier so unnötig. Das hätte richtig böse ausgehen können, wenn wir nicht gewesen wären. Wir? Hast du eigentlich überhaupt irgendwas gemacht? Glaubst du vielleicht, ich hätte bloß an der Seitenlinie gestanden und dich angefeuert? Natürlich war ich auch aktiv dabei. Und jetzt bring uns endlich hier weg, damit ich mir meine Wunden lecken kann. Die Kollegen kümmern sich dann schon um den Rest. Okay, okay, mecker mich auch noch an. Du, hast du einen Donut? Ich muss doch hier manchmal Donuts holen. Oh, Alter, was ist denn hier los? Danke für die Unterstützung. Ja. Klar, hättet ihr für uns doch auch gemacht. Wir nehmen die Typen dann jetzt mal mit. Ja, finde ich gut. Moin, Jungs. Na, da, ich habe euch festgenommen. Oh, was ist denn jetzt los? Ich schieb dich mal kurz zur Seite. Du kannst jetzt weg. Wie ich die einfach alle wegschieben kann. Was ist denn los? Ja, dann sprinte ich mal wieder zurück zum Auto. Ja, haben wir ganz gut gemacht, würde ich sagen. Panische Person beruhigt habe ich. Ausführliche Befragung durchgeführt. Haben wir richtig gut gemacht. Oh, und schon ist Tag. Oh, eine Verkehrskontrolle mit dem SUV. Ja, mache ich gerne. Dazu muss ich aber einmal nach Hause. Kann ich jetzt einfach hier einsteigen in den SUV? Also ich muss ja sagen, das war... Oh, falsche Kleidung. Okay. Also das mit dem Schießen... Also, das war schon maximal unangenehm gerade. Da hat ja gar nichts funktioniert. Aber doch, es war unfassbar spannend. Ein weiteres Mal habe ich den Tag gerettet. So, einmal umziehen. Dann mal schnell zum SUV. Zum getunten SUV, muss man auch sagen. Der hat ordentlich Power. Sollte auch unser schnellster Wagen sein. Oh. Manchmal vergesse ich, dass es nicht Fernbus-Simulator ist und ich das nicht einfach kaputt fahren kann. So, haben wir hier irgendjemanden? Nee, ist nichts rot. Hä? Mir wird nicht mehr angezeigt, ob die Leute Dreck am Stecken haben. Aber egal, ich werde das jetzt einfach nicht... Ich soll ja einfach nur eine Verkehrskontrolle machen. Dementsprechend werde ich den jetzt einfach mal anhalten. Ja, krass, komisch. Es wird nicht angezeigt. So, einmal schnell zum Fahrer. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. So, Name Lilly ist richtig. Oh, was ist das? Ah, doch, darf sie auch fahren. Die sieht auch so aus. Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Eieiei, Lilly. Mach jetzt keinen Scheiß. Eingehalten. Ruhezeiten. Ah, Glück gehabt, Lilly. Alles in Ordnung, danke. Sieht alles in Ordnung aus. Ja, ich muss jetzt aber nochmal das Fahrzeug untersuchen. Warte. Oh, hier auch einmal reingucken. Ja, Feuerlöscher vorhanden.
Warnlicht. Sehr gut, Lilly. Gucken wir hier. Oh, ah, guck mal hier. Ah, da kann man die Ware auch kontrollieren. Frachtpapiere, Getränke. Ja, Fracht ist gesichert. Sieht gut aus. Ah, das ist ganz cool hier mit dem LKW. Da muss man ja unfassbar viel Ware checken. Ja, kontrolliere ich hier aus Versehen immer die gleiche Ware? Ja, ich denke schon. Hier hinten nochmal kurz checken. Ja, also ich würde die Kontrolle beenden. Einfach fröhliche Wir Weiterfahrt. Sind fertig. Sie dürfen weiterfahren. Die Weiterfahrt wurde fälschlicherweise erlaubt? Was? Was ist denn? Was habe ich denn? Was? Was hat sie gemacht? Habe ich erfüllt? Ja! Als ob. Aber nun gut, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Autobahn-Polizeisimulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Schaut gerne mal vorbei. Genauso wie auf paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.